So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia: A Machine for Pigs. Ja, logischerweise sind wir immer noch in der Fabrik. Und ihr hört schon im Hintergrund, wir werden immer noch verfolgt. Ein Zettel, ein Teddy. Oh, und diese Urnen gab es im ersten auch schon. Wir können sie leider nicht mehr nehmen und zerschmettern. Das habe ich im ersten immer gern gemacht. Was es mit den Teddys auf sich hat, würde mich auch mal interessieren. Ob man die irgendwie sammeln muss oder so, keine Ahnung. Wir lesen den Zettel. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne. Wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in einer Reihe mit stumpfen, braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das dumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Gut, dann wissen wir schon mal, was dieses Viech hier ist, das wir hier dauernd sehen. Also eine Mischung aus Irren, aus irgendeinem Irren, aus einer Irrenanstalt und aus Schwein. Nicht schon wieder. Von hinten oder von vorne? Hilfe? Ich habe so Schiss seit dem letzten Mal, als es dann plötzlich hinter uns war. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Okay. Ich glaube, das war gerade keine wirkliche Warnung für das Schwein. Und die Tür geht immer von allein zu, das ist normal. So, mir scheint's, hier geht's weiter. Oh, hier geht's auch noch rein. Hier geht's weiter, okay. Wir lassen das mal alles kurz hinter uns, weil ich... Schwein? Ich wollte noch was gucken. Und zwar in diesem Raum hier. Das haben wir in der letzten Folge gelassen, weil ich dachte, dass es da weitergeht. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Es war das hier, die Tür. Okay, gut, hat sich erledigt. So, dann geht's jetzt wirklich weiter. Für was das hier da ist, weiß ich auch nicht. Naja. Tür zu, Kaninschaden. Das haben wir ja schon in vielen, vielen Spielen gelernt. So, jetzt geht's hier links und rechts weiter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Tür hier zu ist. Ja. Das habe ich mir gedacht. Die fiel vorher schon so vielversprechend zu. Hallo. Die kann man nicht einsammeln, oder? Nee. Ich glaube, die sind so ein bisschen Wegweiser. Schwein. Das macht einen schon ziemlich wahnsinnig, dieses Geplinke. Weil man nie weiß, ist es in der Nähe? Ja, es ist in der Nähe. Da vorne ist es. Fuck, 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 fuck. Es kommt hinter uns her. Nee. Nein! Warum ist die Tür jetzt zu?
Das muss ein Witz sein. Leck mich am Arsch, warum ist die Tür jetzt zu? Ich glaube, das Viech kommt nicht hierher. Ich bete gerade zumindest drum. Wir nähern uns mal vorsichtig. Da vorne ist es. Kommt es jetzt wieder hierher? Jetzt geht's weg. Ich versteck mich mal hier hinten. Oh oh. Alter, entscheid dich. Jetzt geht's darüber. Da müssen wir aber, glaube ich, auch hin. Jetzt kommt's wieder links. Bleibt stehen, geht nach rechts, bleibt stehen und geht wieder zurück. Darf ich fragen, wie wir an dem vorbeikommen sollen? Hier kommen wir nirgends durch, nee. Ja, toll. Okay. Ich mache mal was sehr Mutiges jetzt gleich. Eventuell sterben wir zum ersten Mal. Jetzt geht's gleich wieder darüber, soll das ein Witz sein? Ich wollte gerade an dir vorbei schleichen. Komm her, Buddy. So. Stopp. Umdrehen. Und nach rechts. Nein, warum geht es jetzt darüber? Boah, das ist dämlich hier. Hallo? Jetzt geht doch nach rechts. Hä? Ich weiß bei Gott nicht, wie wir an dem vorbeikommen sollen. Stellt sich da hin und vorher ging es dann eben noch einmal jetzt auf uns zu, sozusagen. Ha. Das ist keine Tür. Okay, neuer Plan. Das ist jetzt sehr mutig, was ich gleich mache. So, wenn es nächstes Mal da ist, dann einfach am Rücken vorbei. Notfalls stehe ich auf und renn weg. Komm. Ja. Das hat funktioniert. Leute, ich bin ein Genie. Oh oh. Scheiß Telefon, ich kann jetzt nicht ins Telefon gehen. So, das ist das oben, das bleibt da hoffentlich auch. Hallo? The lift has been sabotaged. You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mandus. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. Ja, das ist gerade mein größtes Problem. Mein Gott. Dieses dappende Schwein da oben interessiert dich nicht. Okay, also das ist der Aufzug, von dem er geredet hat. Hier geht's nach oben. Ist hier hinten noch was? Es sollte jetzt halt nicht die Treppen hier runterkommen. Aber ich glaube, das bleibt da oben. Ach, die Räder kennen wir auch noch aus The Dark Descent. Das waren noch Zeiten, ne? Hier noch irgendwas? Nein. Wo führen denn die Treppen hin? Ich weiß es. Ach, wahrscheinlich nach hier oben. Ich gucke mich mal hier noch ein bisschen um. Ein kurzes Licht ausmachen, falls das Schwein da gerade oben... Das ist normalerweise kein gutes Geräusch. Ich höre das Schwein nicht mehr.
Ich glaube, es ist weg. Es ist gar nicht mehr hier. Nein, da habt ihr auch nur da oben rum. Mein Gott. Ich und meine Voraussagen. So, jetzt gehen wir mal nach da oben. Wisst ihr, was ich ein ganz unangenehmes Geräusch bei diesem Spiel finde? Das, wenn man auf den Treppen ist. Das klingt immer so, als würden die jeden Moment durchbrechen. Geht's hier eigentlich rein? Nee. Gut. Ich mach mal lieber das Licht aus, eventuell sieht es uns hier durch. Oh oh. Ah, guck mal, da drin läuft's. Hallo. Schnauze. So, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Was haben wir denn hier? Ja, das ist wieder das. Ach, hier sehen wir, wo wir gerade sind. Das habe ich noch gar nicht kapiert. Okay, wir sind schon öfters an so Dingern vorbeigelaufen. Wir sind also gerade hier. Mhm. Ihr seht, wir haben noch einiges vor uns. Vor allem, ich glaube, die ganz schlimmen Räume, wo die Viecher gezüchtet wurden, da müssen wir noch hin. Ah, ist das hier das Brennenburgzeug? Wie geht denn das nochmal? So, hier. Nein, nein. Ja. Jawohl, das ist das, was wir suchen. Jetzt können wir das ja wieder reintun. Und uns wieder ein bisschen bekiffen. Aber zuerst... Schwein? Wo sind wir denn hier? Also ich probiere jetzt erstmal dieses Zeug da aus. Wohin uns der Weg dann führt, wenn wir das mal... Zack. Wo geht's eigentlich hier lang? Oh, ich glaube, da sollten wir nicht reingehen. Okay, also hier geht's nirgends mehr hin. Da geht's aber durch. Können wir da durchsprinten? Ne, wir kommen hier gar nicht rein, okay. Hier sieht's aber ziemlich gleich aus wie vorher. Ich nehme gleich mal so ein Ding mit. Ups, das war vielleicht ein bisschen unnötig laut. Okay, was ich auch ganz gut finde, merke ich gerade, wenn man irgendwo dagegen stößt, dann lässt er das fallen. Das ergibt ja auch einen gewissen Sinn. Wir machen die Lampe mal wieder an, damit wir vor der Rache der Wildsau sicher sind. Ach so, sind bloß die Kinder. Herrschaftszeiten, normal. So, hier ist nichts, hier ist schon wieder so ein Teddy. Schwein? Von hinten oder von vorne? Danke. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Jetzt hau ich das Ding schon wieder wo dagegen. Oh. Wo ist denn das Viech? Vor uns? Oh, ich hör's. Und ich glaube, es kommt von links, also in der Tür da. Ich leg das mal hier ab. Den Zettel lesen wir mal kurz. 4. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X. Habe dem Hund Strycnin injiziert. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in ein großes Behältnis voller Verbindung X getaucht und mittels einer Induktionsspule 3,5 Minuten lange Wechselstrom hinzugefügt. Dies regte eine partielle Wiederbelebung an. Die vor dem Tod erlittenen Schäden waren nach der Wiederherstellung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand akuter Strycnin-Vergiftung, bis ich seinem Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht ja. Letztendlich ist das der gnädigste aller Selbstmorde. Einem Ertrunkenen die Flüssigkeit in den Lungen mit Verbindung X zu ersetzen? Ja, das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. Okay, wir haben also auch gleich noch an Wiederbelebungsmaßnahmen rumgeforscht. Jetzt warte ich mal kurz, bis sich das Schwein am weitesten weg anhört. Also jetzt kommt es auf uns zu. Okay. Jetzt geht's wieder. Nein. Jetzt kommen wir... Wo sind wir denn hier?
Ach. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Nein, es ist die Tür. Oh. Es ist doch ein Scheiß. Warum verschwinden. Warum, wenn man so Zeug einatmet, warum verschwinden oder erscheinen da immer neue Türen? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. So, eins haben wir noch. Jetzt ist das Gas da aber weg. Jetzt können wir da durch. Auch noch Wiederbelebungsmaßnahmen. Das ist ja toll. Sind wir jetzt wieder bei der Zentrifuge? Das wäre ja zu geil. Tatsache. Schweini, du bleibst weg. Zack. Jetzt fehlt uns hier aber noch... Oder können wir... Ja, wir können schon. Hier drauf drücken werden wir aber erst in der nächsten Folge und dann werden wir rausfinden, ob unser Gesöff was bringt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.